Hallo, ich bin Fabian Neithart. Ich bin Sprecher und Schriftsteller und Botschafter des Lächelns. Ich erzähle Geschichten. Meistens meine eigenen, aber manchmal eben auch von anderen Leuten. Geschichten, von denen ich glaube, dass sie mehr verbreitet werden sollten. Von denen ich glaube, dass sie mehr Menschen hören sollten. Michel Raimon ist Grünen-Politiker in Österreich und seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments. Dort setzt er sich unter anderem für die Veränderung des Copyrights ein. Denn das Copyright, wie wir es kennen, funktioniert nicht in der Welt, in der wir leben. Es passt nicht zusammen mit unserer Art von Kultur, mit unserem Leben im digitalen Umfeld, mit unserer Art, wie wir Kreativität ausleben. Schon 2012 hat er genau über dieses Thema einen Roman geschrieben. Incommunicado heißt er. Dort wird nicht nur eine spannende Geschichte erzählt, sondern quasi nebenbei erklärt, wie das Copyright entstanden ist, warum es entstanden ist, wie es sich entwickelt hat und warum es eben nicht mehr funktioniert, wie es sollte. Ich habe den Roman damals gelesen, denn Michel hat diesen Roman kostenlos unter einer Creative Commons Lizenz ins Internet gestellt. Und ich war sehr fasziniert von dem Roman und vor allem von diesem Thema und habe gesagt, okay, ich möchte genau von diesem Thema, dass es noch mehr Menschen erreicht. Deswegen habe ich einen Podcast daraus gemacht, ein Hörbuch-Podcast, und habe wöchentlich eine halbe Stunde davon online gestellt. Es hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber irgendwann kamen dann zwei Probleme zusammen. Auf der einen Seite reichte mir irgendwann meine eigene Home-Recording-Studio-Qualität nicht mehr und auf der anderen Seite habe ich nicht mehr die Zeit gefunden, mich jede Woche 4 Stunden hinzusetzen, um dieses Projekt zu machen. Deswegen gibt es in diesem Podcast schon seit Ewigkeiten keine Updates mehr. Und trotzdem wurden die alten Teile, die 14 Stück, die es bisher gibt, schon über 25.000 Mal runtergeladen. Und bis heute erreichen mich Nachrichten, ob es denn weitergeht und wann es denn weitergeht. Dieses Buch, dieses Thema liegt mir immer noch sehr am Herzen und ich würde es gern zu Ende bringen. Und hier kommt ihr ins Spiel. Das Geld, das wir mit dieser Aktion verdienen, verwenden wir, um das Studio zu bezahlen, damit wir in einem Rutsch ein komplettes Hörbuch einsprechen können und es vom Studio schneiden und mastern lassen können. Und danach wird das ganze Projekt wieder als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt. Das unterscheidet sich ein bisschen von anderen Crowdfunding-Aktionen, denn ihr zahlt hier nicht für etwas, was euch direkt zugutekommt, sondern ihr zahlt für etwas, was allen zugutekommt. Also, schaut euch die Dankeschöns an, schaut euch das Buch an, hört euch die alten Podcast-Teile an und vor allem verbreitet dieses Projekt unter euren Freunden, erzählt wem auch immer davon, damit genug davon mitbekommen, damit wir dieses Projekt zu Ende führen können. Wir sagen jetzt schon Danke fürs Zugucken und fürs Weiterverteilen.